Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu was gänzlich Neuen hier aus dem Kanal. Ich habe mir vorgenommen, dass wir in Zukunft mal immer mal wieder in Spiele reinschauen werden, die über die letzten Monate wirklich einige Updates bekommen haben. Pioneers of Pagonia ist das erste. Wir haben das letzte Mal in dieses Game reingeschaut auf meinem Kanal, ich glaube im Dezember 23. Also gute 8, 9 Monate ist es her und seitdem hat sich einiges getan. Es kamen neue Features dazu, neue Gegnertypen, komplett neue Mechaniken wie die Minen. Und ich glaube, es ist an der höchsten Zeit, dass wir dem Spiel mal wieder einen Besuch abstatten. Das Besondere an diesen Folgen ist, dass das Standalone-Folgen sein werden. Ihr seht das wahrscheinlich schon unten rechts in der Ecke oder unten links, wo auch immer es angezeigt wird, dass die Folge wesentlich länger ist. Ich weiß aktuell noch nicht, wie lange mich dieses Spiel hier reizt, treibt und wie lange es dauert, bis es nichts mehr zu zeigen gibt. Kann also gut sein, dass die Folge eine Stunde oder auch 3 Stunden lang sein wird, mit oder ohne Cuts. Also schauen wir einfach mal. Ich hoffe, dass ihr Bock drauf habt, mal wieder in dieses Game reinzutauchen, nach relativ langen Zeit. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht so unendlich viel, sondern gehen aufs neue Game. Guidance Map with Peaceful Map. Was haben wir hier? Ich will eigentlich keine Objectives without Enemies. Nein, Objectives with Enemies. Das hört sich gut an. Ich möchte die Balanced Island. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich will jetzt nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Wir wollen es uns ja anschauen. Schauen wir mal kurz an, ob die Enemies eingeschaltet sind. Doch, müssten sie ja. With Enemies. Also kann man die hier nicht. Doch, da. Amount of very few. Nein. Machen wir mal Average. Overall Average. Und es sollen alle vorbeikommen. Super. Und dann würde ich sagen, können wir die Map auch noch größer machen. Man weiß ja nicht, wie schnell wir vorankommen. Und wir fangen direkt mal an und springen rein. Schauen, ob sich die Ladenzeiten stark verschlechtert haben. Und tauchen dann in dieses wirklich wunderschöne Game rein. Und es gibt nach wie vor an diesem Game eigentlich nur eine einzige Sache, die mich wirklich stört. Und die ich mir wirklich von ganzem Herzen gewünscht hätte, dass man gegen Fraktionen richtig antreten kann. So wie bei Siedler 2 und Co. früher. Ich weiß, es gibt jetzt einen neuen Gegnertypen, der auch das Territorium vergrößert, wenn ich das richtig verstanden habe, und auch Ressourcen sammelt und dadurch stärker wird. Aber ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass es die Möglichkeit gibt, gegen Fraktionen anzutreten und sich mit denen zu messen. So wie es mit Siedler halt früher war. Und am besten wäre es natürlich, wenn dann auch noch ein Multiplayer-Modus dazu kommt, dass man, wenn man denn mal Lust hat, sich dann auch mit seinen Kollegen messen kann. Aber wer weiß, was hier noch alles dazu kommt. Vielleicht ist ja doch noch in naher Zukunft dann ein DLC oder irgendwas geplant, wo das dann ins Game reinkommt. So, schauen wir mal an, wie es losgeht. Ich habe jetzt relativ lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Wir werden hier mal direkt versuchen, den Anfangsbereich halbwegs frei zu halten und hier mal einen Weg rumziehen. Super, den haben wir. Dann gehen wir auch hier in die andere Reihe-Seite. Wir umranden das quasi jetzt einmal hier alles, damit wir in der Mitte unseren Bauplatz weiter frei haben. So, womit fangen wir an? Fangen wir vielleicht mit der Holzfällerhütte direkt als erstes an. Setzen die mal hier hin. Und dann dürfte es auch schon losgehen. Wir werden auch ein bisschen wahrscheinlich mit Cuts und mit Pausen arbeiten müssen. Müssen wir mal schauen. So, habe ich auch. So, sorry, jetzt hatte ich gerade ein kleines technisches Problem. Hat sich jetzt aber erledigt. Musste kurz einen kleinen Cut reinmachen. Sorry, dass mein Satz da unterbrochen gewesen ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo denn hier was war. Das ist gar nicht mehr so einfach. Explorers brauchen wir erst später. Hier möchte ich direkt einen Guard Tower haben. Und hier hätte ich auch gerne direkt einen Guard Tower dran, dass wir direkt die Gebiete hier erweitern können. Dann haben wir hier eine Woodcutting Hut, haben wir hier drin. Hier haben wir immer so ein klein bisschen eine Hilfe, was wir vielleicht als nächstes machen sollten, wie diese Explorers Hut, die natürlich dann auch angegeben wird. Und den Quarry, den brauchen wir eigentlich aktuell noch nicht, weil wir noch gar keinen Zugriff haben. Hier haben wir Stein, das heißt, wir können den aber hier schon mal hinsetzen. Weil wir den Zugriff auf Stein gleich bekommen werden, dann machen wir das mal. Und setzen das hier ran. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Toggle Road Snapping. Ah, okay, Demolish Roads. Das hat sich auf jeden Fall einiges getan. Und man kann das Game mittlerweile auch schneller laufen lassen. Ich glaube, das ging zu der Zeit, als ich das letzte Mal gespielt habe, noch nicht.
Und dann gucken wir mal, dass wir hier alles halbwegs vernünftig ans Laufen bekommen. Die Explorers hat, können wir vielleicht jetzt dann doch auch schon bauen. Wir schieben sie mal hier mit in die Ecke rein, sodass wir dann auf absehbare Zeit auch unsere Scouts losschicken können, die sich mal anschauen können, was in der unmittelbaren Umgebung so alles stattfindet. So, hier geht's schon los. Holz wird schon abgeholzt. Super, der Gartor wird gebaut. Wo ist hier Priority? High Priority, damit der hier ein bisschen schneller gebaut wird. Mir wäre nämlich wichtig, dass das Gebiet hier an den Ecken relativ schnell ausgebreitet wird. Hier können wir mal die Karte schon mal rauszoomen, weil ich dann nämlich jetzt gleich auch relativ schnell gerne die Hütte hier losschicken wollen würde. Da können wir die hinschicken. So, der Scout ist jetzt auch schon gleich unterwegs und hier dürften jetzt die ersten Erweiterungen gleich eintreffen, sobald die Steine ankommen. 10 Stück werden schon gebracht, wunderbar. Und auch hier das Teil ist fertig. Das heißt, wir können die Geschwindigkeit mal kurz wieder rausnehmen und die nächsten Sachen bauen. Wir brauchen auf jeden Fall auch einen Stone Mason, der uns die Steine klein hackt, entweder in Bausteine oder in diese Grenzsteine. Die beiden Sachen werden auf jeden Fall gebraucht. Dann brauchen wir. Haben wir hier was zum Sammeln? Ah, hier oben gibt es. Oh, da gibt es Sachen zum Sammeln. Das ist natürlich praktisch. Können wir die hier dran setzen? Super. Dann kann die nämlich gleich hier direkt sammeln, die Forager hat. Und jetzt ist die Frage, ob wir auch irgendwo hier Wildtier haben. Nee, haben wir aktuell noch nicht. Dann brauchen wir das auch noch nicht bauen. So, die breiten sich hier aus. Und ich hoffe, dass unser Scout sich dann jetzt gleich auch auf den Weg macht. Ich glaube, ist er das? Ja, das ist er. Oh, was ist das denn? Das hat sich aber auch getan. Das ist ein bisschen anders jetzt hier, wie das aufgedeckt wird. Kommt mir jedenfalls so vor. Das ist, glaube ich, ein relativ großer Stein, oder? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. So, machen wir die Geschwindigkeit mal wieder ein bisschen raus und bauen hier noch einen zweiten Woodcutter hin. Und machen den Weg hier direkt mal weiter. Geht das? Nee, da kommen wir nicht durch. Kommen wir hier noch durch? Nee, ich muss immer aufpassen, dass ich mich wegtechnisch nicht selbst blockiere. Ich glaube, hier können wir auch noch einen Guard Tower hinmachen, ehrlich gesagt. Das Gute ist ja, dass wir die am Anfang ruhig relativ exzessiv bauen können. Wir können die dann nämlich einfach später auf inaktiv stellen. Und dann ist das auch alles kein Problem mehr. So, das haben wir. Der Forager wird auch gleich gebaut. Häuser brauchen wir natürlich, die kommen hier hin. Ich hätte mal gerne kurz, dass er hier alles wegholzt, sodass wir hier frei haben. Und dann möchte ich hier gerne nachher einen Förster haben, der dafür sorgt, dass der Wald nicht ganz so schnell verschwindet. Das Einzige, was natürlich ein bisschen von Nachteil ist, dass man nicht durch so einen Wald durchbauen kann. Also was heißt von Nachteil, ist natürlich realistisch, ne? Aber. Oh, doch, hier war sogar eine Lücke drin. Der Förster kann aber dafür sorgen, dass das nicht funktioniert am Ende des Tages, weil der die Bäume da so pflanzt, dass alles blockiert wird. Jedenfalls war es beim letzten Mal noch so. Oh, hier haben wir schon Kupfer und Limestone. Das ist wirklich wichtig, das brauchen wir alles. Und vielleicht fangen wir dann doch hier schon mal an, unsere. Wieso habe ich das Game eigentlich auf Englisch gestellt? Das ist eine gute Frage. Damit müsste leider jetzt zurechtkommen, oder kann ich es hier auf Deutsch stellen? Language, ohne neu starten zu müssen. Ah, es hat geklappt. Gut, ohne neu starten zu müssen. Sorry dafür am Anfang jetzt. So, hier bauen wir ein Haus hin. Da noch eins neben. Und dann bauen wir hier mal unsere erste kleine Stadt auf. Bisschen huppelig, aber das ist nicht so schlimm. Da muss ja nicht alles perfekt gerade sein. So, was haben wir hier noch? Eine Holzwerkstatt. Ja, langsam, langsam, ne? Wir müssen es ja nicht übertreiben jetzt hier. So, hier können wir dann vielleicht auch den Förster direkt schon hinsetzen. Kriegen wir den hier noch? Oh, kriegen wir den hier noch verbunden? Nee, der geht da nicht hin. Den müssen wir dann doch hier hinter den Gebäuden langziehen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, ihm gleich zu sagen, wo er denn seine Bäume pflanzen darf, nämlich am besten nur hier oben. Und den Weg,
ziehen wir direkt auch schon mal weiter, dass wir da am Ende keine Probleme kriegen und den schon mal vorgezogen haben. Sehr schön. Die machen ja auch weiter. Ich glaube, bis hier gehen sie ungefähr vor. Und dann sehen wir ja, was uns da alles Schönes erwartet. Wirklich immer noch ein unfassbar gemütliches Game. Hat sich nicht viel dran geändert. Bin gespannt, wann wir den Geologen bekommen oder wo wir den finden. Das ist wirklich eine gute Frage. Ah, die Bergbauminen. Ich glaube, die brauchen Mahlzeiten, damit die funktionieren, ne? Ui, da gibt es ganz schön viel von. Wo ist denn das Gildenhaus? War das hier vorne irgendwo? Geologenhütte. Das war das, was ich gesucht habe. Müssen wir kurz hier mal durchgehen und gucken, wo das Gildenhaus ist. Getreide, Gemüsefarm kommt natürlich auch später noch zum Einsatz. Hier können wir schon mal einen Boden hinsetzen in die Ortschaft, damit er auch da ist. Wohnhaus, Proviantmacher. Sag mal, wo ist denn das Gildenhaus? Bin ich blöde? Ganz hinten wahrscheinlich. Da ist es, das Gildenhaus. Wo setzen wir das hin? Machen wir es hier hin? Ich würde das hier gerne frei haben, um hier relativ viele Häuser bauen zu können. Ich glaube, das wäre ganz cool. Der macht halb-halb, ne? Ja, wunderbar. Okay. Ich soll noch einen zweiten Steinmetz bauen. Habe ich denn hier noch irgendwo Stein vielleicht, was ich abbauen kann? Hier, perfekt. Dann nehmen wir das nämlich direkt hier hin. Ne, den wollte ich haben, den Steinbruch. Und dann können wir hier auch noch einen Steinmetz hinsetzen. Dann nutzen wir den Platz hier wenigstens halbwegs effizient, bevor wir dann hier oben gleich irgendwo das nächste, den nächsten Wachturm hinbauen werden. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Okay. Das Baustellencamp brauchen wir auch, damit wir mehr Bauarbeiter später einstellen können. Packen wir auch mal hier hin. Okay. Wo ist meine Holzwerkstatt? Da. So, die können wir hier hinsetzen. Und dann müssen wir nachher auch anfangen, Lagerhäuser zu bauen. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen größere gibt. Ich glaube schon. Schatzkammer, Holzhandelslager, Handelsposten, Lagerhaus. Okay, das sieht schon mal wesentlich besser aus. Beim letzten Mal gab es nur die kleinen Lagerhäuser. So, ich denke mal, aktuell kann man das ruhig auf 5-fach Speed laufen lassen. Ich hoffe mal nicht, dass uns das irgendwann zum Verhängnis wird, aber ich glaube jetzt aktuell erstmal noch nicht. Okay, was haben die hier gefunden? Oh, was ist das? Das ist eins von den anderen Dörfern anscheinend. Oh, wesentlich mehr Aktivitäten. Beim letzten Mal waren die immer relativ still und ohne viel Bewegung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vor 8 Monaten. Da bin ich wirklich gespannt. Und falls es dann natürlich jetzt zu Krieg kommen kann, nehme ich das zurück, dass sowas nicht möglich ist. Dann war das nur beim letzten Mal nicht möglich. Hier haben wir noch Wald, okay. Hier ist, glaube ich, Ende, wenn ich das richtig erkenne. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall hier in die Richtung hoch und versuchen mal, gemeinsame Grenze herzustellen. Okay, die arbeiten auch schon, wunderbar. Nehmen wir mal kurz die Entdeckerhütte und lassen die hierhin als nächstes laufen. Mal gucken, was auf der anderen Seite ist, so dass wir alles Stück für Stück aufdecken. Kann ich mittlerweile eine Jagdhütte bauen? Haben wir irgendwo... Ah, hier oben haben wir Wild, tatsächlich. Ich weiß aber gar nicht, ob er das jagen kann, wenn es außerhalb ist. Aber wir bauen die mal mit auf. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Und jetzt soll ich eine Gemüsefarm bauen. Wird sich natürlich hier unten schon anbieten, weil wir hier unten ja auch das grüne Land haben. Wir könnten die Gemüsefarm auf das Trockene hier setzen. So könnten wir das machen. Kann man die jetzt vordefinieren, was ich hier hinpflanzen möchte? Nee, kann ich nicht. Schade, ich habe gedacht, man könnte jetzt vielleicht im Vorfeld einstellen, was man gerne haben möchte, sodass man das im Nachhinein nicht machen muss. Wie viel habe ich jetzt?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und jetzt muss ich die alle wieder vordefinieren, ne? Ja, super. Muss man eigentlich nicht machen. Das Problem ist nur, dass wenn Farmen in relativ nahem Abstand zueinander stehen und man definiert nicht vor, was man hier erlaubt und was man nicht erlaubt, dann klauen die sich unter Umständen gegenseitig die Felder. Und das ist ein bisschen nervig. Das heißt, wenn wir irgendwann hier auch noch eine Getreidefarm haben, kann das sein, dass hier Getreide drauf angebaut wird. Oder halt anderes Zeug, was man so eigentlich nicht haben möchte. Habe ich jetzt alle? Ah, da. Mais schlecht. Dann nehmen wir Kürbis noch dazu. Okay, dann haben wir hier eine Gemüsefarm, wo nur Kürbis angebaut wird. Und dann können wir uns eigentlich um eine Taverne kümmern gleich. Und zusehen, dass wir das alles hinbekommen. Steinmetz, Gildenhaus ist fertig. Genau, im Gildenhaus bekomme ich die Arbeiter und die Transporteure. Im Baustellencamp wohnen die quasi. Wenn ich mich nicht irre. Okay. Hier haben wir direkt einen Gebirge. Interessant. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir überhaupt alles finden. Also die ganzen, wie wir den Geologen nachher einsetzen. Das habe ich persönlich auch noch nicht gemacht. So, jetzt schauen wir aber mal ganz kurz. Was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben hier einen Marktstand. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen Esstische für unsere Bewohner. Und wir brauchen eine Taverne. So, die Taverne setzen wir mal hier hin. Dann haben wir die schon mal. Hier setzt man, das machen wir so gerade. Nein, komm, so und so. Und dann setzen wir jetzt hier so ein paar Esstische hin. So. Und hier auch nochmal. Ach, das ist ein Baum. Okay, das müsste reichen. Und jetzt bräuchten wir noch einen Marktplatz. Den könnten wir vielleicht sogar hier reinziehen. Schauen wir mal kurz. Das könnte passen. Schauen wir mal. Der Marktbrunnen, den will ich vor Kopf haben hier. Okay, und jetzt brauchen wir Marktplätze hier. Eins, zwei. Wieso kriege ich gefährliche Musik auf meine Ohren? Sind hier irgendwo Feinde entdeckt worden? Hallo? Nee, ich hatte gerade gedacht, man hätte vielleicht... Du hast ein feindliches Gebiet entdeckt, doch hier oben. Okay, interessant. Wird ja doch dann relativ schnell ernst. So, hier, das ziehen wir durch und machen hier dann noch ein paar Hütten hin. Na, komm her. Okay, das heißt, hier haben wir schon mal unser Dorfzentrum. Wir haben auf jeden Fall eine Versorgung mit Holz. Wir haben eine Versorgung mit Stein, die ist sichergestellt. Wir bräuchten jetzt gleich eine Militärakademie und dann entsprechend die Herstellungsgebäude, um den Rest hinzubekommen. Braucht der auch Wasser? Der braucht auch Wasser. Das heißt, wir können hier nochmal einen Brunnen hinsetzen. Da geht das natürlich nicht, weil hier... Setzen wir hier noch einen zweiten Brunnen hin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weit weg davon. Kann ich das nochmal abreißen? Okay, kann ich da jetzt den Brunnen hinsetzen? Ja, wunderbar. Dann haben wir den Brunnen hier direkt vor der Farm. Und dann müssen wir hier mal kurz nochmal ein Feld mit Kürbis fertig machen. Okay. Hier entsteht schon unser Futterbereich. Wunderbar. Und jetzt hätte ich gerne gewusst, wo ich Minen bauen kann. Wie sieht das Gebiet aus? Sieht das so aus oder woran erkenne ich das? Oder ist das das Gebiet, wo gemint werden kann? Interessant. Der Proviantmacher, den brauchen wir. Den können wir aber ruhig hier hinsetzen. Der kann ruhig ein bisschen laufen. Den brauchen nämlich, glaube ich, meine Scouts. Was macht der? Läuft der weg oder was? Was haben wir denn hier? Ein Wildschwein. Ein Wildschwein und... Ich kann die Feinde noch nicht sehen. Aber gucken wir mal, ob sich das hier... Okay, er hat auf jeden Fall eine Waffe in der Hand.
Man sieht ihn aber nicht richtig. Okay, interessant. Gehen wir nochmal zurück und kümmern uns ein bisschen um unser Dorf. Und bauen vielleicht dann jetzt mal gleich das Geologenhaus. Wo war es denn jetzt nochmal? Ich muss alles suchen. Wenn ich weniger hektisch klicken würde, würde es wahrscheinlich auch besser gehen. Steinmühle, Steinmetz, Forsthaus, da ist es nicht. Geologenhütte, okay. Man sieht hier auch nicht vordefiniert, wo man das am besten hinbaut. Wir bauen es mal hier oben in den Norden. Vielleicht haben wir hier die höchste Chance, dass wir hier auch dann Sachen finden, wo wir die Minen hinsetzen können. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. So, ressourcentechnisch sieht es ganz gut aus. Holz sieht okay aus. Ah, Grenzsteine sind ein bisschen mau. Das heißt, wir könnten den Steinmetz ruhig mal zu 100% auf Grenzsteine stellen. Dann kommen wir auch schnell wieder voran und kriegen unsere Sachen aufgefüllt. Und dann bräuchten wir vielleicht noch, ist das jetzt ja nicht ein Stein, noch ein, vielleicht noch ein Steinbruch. Nee, der ist nicht vordefiniert. Okay, hier ist Stein. Hier oben ist relativ viel Stein, aber da ist ja auch schon das gegnerische Gebiet. Mit dem würde ich mich jetzt nicht unbedingt gerne von Anfang an schon einlegen. Schicken wir unseren Entdecker mal in eine andere Richtung, bevor der hier die ganze Zeit eine Sinnkrise kriegt. Ich soll mal dahin gehen. Okay. Was können wir hier machen? Holzspeere. Können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Oh, Angeln. Es gibt Fische. Wo sind die? Oh. Skaffs angegriffen? Wo? Ah, da ist diese Fraktion, die sich ausbreiten kann. Von diese neue, von der ich erzählt habe. Oh, das gefällt mir nicht. Vielleicht ist das Game dann gleich schon zu Ende. Da würde ich ja lachen. Wisst ihr was, Kollegen? Da können wir mitspielen. Machen wir uns hier schon mal einen Wachturm hin. So einen vorgeschobenen. Damit wir hier dann entsprechend direkt gegenhalten können. Dann gehen wir in die Holzwerkstatt und machen schon mal, ich sag mal, 20 weitere Speere. Die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, damit wir nachher auch genug Wachen ausbilden können. So, das läuft auch. Das auch hier, der Markt wird auch schon bestückt mit Fleisch und mit Beeren. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Baue Marktstände. Ich soll noch 2 weitere bauen. Okay, dann machen wir das doch. Machen wir hier noch einen hin und hier noch einen hin. Okay. Und jetzt bräuchten wir dann das andere Material. Zum Beispiel Kupfer wäre jetzt wirklich wichtig, dass wir auch bessere Waffen herstellen können, wenn wir da oben schon den ersten Gegner haben. Kupfertagebau. Den können wir hier schon mal hinsetzen. Was ist das denn? Kalkstein, Stein, Kupfer, Kupferstein. Habe ich vielleicht irgendwo anders hier noch mehr Kupfer? Nee, da hinten ist nur ein ganz bisschen Kupfer, ist hier nur versteckt. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall den Geologen, damit wir herausfinden, wo wir die Mine noch hinsetzen könnten. Sieht man das denn? Okay, ich kann sie rein theoretisch überall hier auf den Boden setzen, wie andere Gebäude auch. Hier ist meine Grenze aktuell. Ich glaube, hier können wir auch noch einen weiteren Grenzturm hinsetzen, schon hier in die Ecke. Damit die sich da auch weiter ausbreiten. Okay. Vielleicht haben wir hier ja das Glück, dass hier was versteckt ist. Kalkstein, okay. Wird sogar schon abgebaut von unserem Steinmetz. Das ist natürlich nicht schlecht. Sehr viel Tiere hier oben, die man jagen kann. Und auch Silbererz, das erste, sehr wichtig für die starken Waffen nachher. Bauen wir mal eine Militärakademie. Wo haben wir sie? Da. Die brauchen wir nämlich, um unsere Soldaten auszubilden. Setzen wir die mal direkt hier oben hin. Dann haben wir die nämlich direkt in Reichweite, wenn es zum Kampf mit unserem Gegner kommt. So. Meine Geologenhütte ist gleich fertig.
Machen wir mal kurz ein bisschen schneller. Das würde mich nämlich mal interessieren hier. So, suchen die jetzt? Wo könnten denn jetzt hier... Die sollen einfach mal hier suchen. Mal gucken, ob dabei was rauskommt. Ich habe da nämlich noch gar keinen blassen Dunst von, wie die am Ende des Tages funktionieren. Schauen wir uns das gleich mal an. Vielleicht haben wir ja Glück, dass hier was gefunden wird. Oder vielleicht sogar hier in dem Bereich. Kalkstein wurde entdeckt, okay. Nicht so wichtig. Da sind sie, Grubenwächter. Kampfstärke 5, okay. Was für eine Kampfstärke haben denn meine Wachen? Kampfstärke 2, okay. 100% Kampfstärke gegen Kriecher, greift Gegner an, erweitert das Gebiet. Okay, die Informationen sind auch neu, das gefällt mir. Wird mal ein bisschen besser schlau raus, was man denn da jetzt eigentlich hat. So, wo sind meine Geologen? Sind die noch auf dem Weg? Ah, okay, die sind noch auf dem Weg dahin. Das heißt, wir könnten unser Dorf hier auch noch weiter ausbauen. Das funktioniert hier schon gut, oder? Ja, super, genau. Kürbisse werden hier fertig gemacht. Gehen wir mal hier hin und machen hier einfach mal eine zweite Reihe auf. Und setzen hier auch gleich noch ein paar weitere Häusle hin. Hier können wir noch eins hinquetschen. Komm, eins kann man hier unten hin machen. Damit unsere Einwohnerzahl dann auch steigt und wir immer ausreichend Menschen zur Verfügung haben. Okay. Wir können noch nicht wirklich stärkere Waffen herstellen, weil wir noch kein Material dafür haben. Den können wir jetzt auf inaktiv stellen. Den brauchen wir nicht mehr, weil wir haben jetzt hier einen neuen Turm. Da gehen jetzt 10 Wachen rein und dann haben wir uns quasi 10 Wachen gespart. Das ist ganz praktisch. Und sollte uns auch sehr gut dabei weiterhelfen, dass wir ganz gut vorankommen mit unseren Gebietsansprüchen. Wo ist denn jetzt die Fischerei? Nee, das ist eine Bäckerei. Wenn es Fischerei gibt, da. Okay. Machen wir hier mal eine hin. Und machen wir hier mal noch eine hin. Oder brauche ich dafür eine bestimmte... Sieht man hier, wo Fische sind? Nee, also denke ich mal, dass die überall fischen können. So, was machen meine Geologen? Sind die jetzt hier irgendwo unterwegs? Finden die was? Schauen wir mal. Oh. Nichts gefunden, nichts gefunden. Okay, das heißt, die suchen auf jeden Fall. Hier oben wurde ich schon wieder angegriffen. Wo? Ach, du grüne Leute, da sind wir schon relativ nah aneinander. Wird Zeit, dass unsere Militärakademie hier fertig wird. Setzen wir die mal auf Prio. Und dann sollten wir vielleicht anfangen, schnellstmöglich mehr Wachen auszubilden. Sieht hier, gegen greift erschrickt vor Schämen, Kampfstärke 3, 6, okay. Elitewache, die bräuchten wir schon mal. Eine Eisenlanze bräuchten wir und Kettenrüstung, weil unsere Wache halt relativ schwach ist, ne? Aber wir bilden direkt mal 20 neue aus. Sonst sehe ich das nämlich nicht funktionieren. Machen wir hier auch mal weiter Speere. Dann können wir auch ein paar Schilde machen. Kohleader wurde gefunden. Wo? Hier? Okay. Wo sehe ich das denn? Ah, da. Das sieht echt 1:1 aus wie Siedler 2. Man merkt schon, wer hier hinter steckt. So, dann guckt mal hier an dem Berg, ob ihr da noch mehr findet. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir hier irgendwie Kupfer oder so finden könnten. Hier könnte sich auch noch einiges verstecken. Eisenerz, ich glaube, das müssen wir direkt mal abbauen hier. Ich glaube, das können wir hier direkt mitnehmen. Ohne die Materialien wird das nämlich auf lange Sicht nichts. Was haben wir hier noch? Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das können wir auch direkt mitnehmen. Damit wir Eisen und Kohle schon mal bekommen. Und dann brauche ich hier auch jetzt die Kupfermine. Doch, Kupfer war hier irgendwo, ne? Kalkstein. Da war Kupfer. Das können wir auch direkt nehmen. Auch wenn es nur wenig ist. Wir brauchen es. Und dann brauchen wir jetzt ein Werkzeug. Schmiede. Ba, 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 ba. Holzwerkstatt. Da ist es nicht.
Die Werkzeugschmiede, die die einfachen Werkzeuge machen kann, die können wir hier hinsetzen. So, jetzt gleich haben wir Fisch. Brauchen wir bestimmt auch dann für die Minen, bin ich von überzeugt. Okay. Die müssten aber friedlich sein, glaube ich. Ich hoffe es jedenfalls. Was haben wir hier? Eisen. Oh, hier ist viel Eisen. Das brauchen wir. Ja, das Ding müssen wir uns holen, aber wir breiten uns ja relativ schnell in die Richtung aus. So, Stein wurde entdeckt. Okay. Bringt uns jetzt gerade nicht so viel. Wird hier schon ausgebildet? Auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall mehr Wachen dazu. Oh, wir haben sogar 10 Soldaten, sehe ich gerade. Das heißt, wir könnten hier austauschen. Was für eine Stärke haben die Soldaten denn? Kampfstärke 3. Na super. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir das hinbekommen mit den Gegnern da oben. Oh, das war jetzt ein bisschen tüdelig. So, die Fischerhütte. Ah, jetzt sieht man den Fisch. Okay, super. Das heißt, jetzt sammeln die hier auch ihren Fisch ein, der wahrscheinlich auch dann in der Taverne zu anderen Menüs verarbeitet wird. Ach, guckt euch mal die Vielfalt an, die es jetzt hier gibt. Okay, Hasenfleisch, Steinpilze. Gibt es hier auch Fischgerichte? Ach nee, das ist der Kochverlauf. Okay. Na, die wissen schon, was sie tun. Wie sieht es mit Steinen aus? Okay, Grenzsteine haben wir auch genug. So, die machen wir auch mal auf hoch, die Werkzeugschmiede, dass wir relativ schnell weiteres Werkzeug herstellen können. Man sieht nämlich hier schon, dass wir bei einigem ziemlich low sind, um genau zu gehen, überall irgendwie auf null, was nicht gut ist. Das heißt nämlich, wir können auf absehbare Zeit unsere Sachen nicht mehr besetzen und wir brauchen definitiv mehr Spitzhacken, damit wir unsere Minen bestücken können. Eisenvorkommen wurde entdeckt. Ach, auch wieder hier oben. Schade. Das heißt, hier unten ist einfach überall Kohle, ne? Okay, hier ist überall Kohle. Dann geht jetzt bitte mal hier gucken. Vielleicht habe ich ja Glück, dass hier unter diesen Eisendingern auch Eisen ist. Silberader entdeckt. Wo? Das ist natürlich richtig was wert, die Silberader. Hier? Kohle, Kohle, Kohle. Da ist sie. Perfekt, das heißt, wir können eine Silbermine hier hinsetzen. Gut, dass wir das Ding hier bestückt haben und die jetzt auch anfangen, sich hier auszubreiten, dass wir das Gebiet hier drüben haben. Das wird auf jeden Fall weiterhelfen. So, jetzt gehen wir noch hier hin mit den Entdeckern. Und gucken mal, ob wir da noch was finden. So, der Kupfertagebau ist gleich fertig. Eisentagebau auch bald, Kohle auch. Und dann bräuchten wir vielleicht langsam auch mal die ersten Lagerhäuser. Vielleicht hier ein bisschen weiter oben hin, da wo wir auch alles gerade produzieren. Eins hier hinter, vielleicht schon mal. Ich habe gar nicht geguckt, was für Baumaterial ich dafür brauche. Ah, okay, doch. Stoff, habe ich das überhaupt? Guter Input. Wo habe ich Stoff? Bap, bap, bap. Nee, da nicht. Wo wird mir das wohl angezeigt? Gute Frage. Da ist auch kein Stoff. Ich werde aber wieder angegriffen. Und die Grenze kommt mittlerweile schon relativ nah an unsere Grenze ran. Man sieht hier sogar schon, dass wir bündig sind miteinander. So, wir haben hier auf jeden Fall einiges an Wachen. Die Speere werden auch alle hier hingebracht. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall vorwärts, was die Ausbildung hier angeht. Und hier ist nur eine einzige Wache drin? Ach, du grüne Neune. Sind hier noch 10 drin? Ach, guck mal, die können wir deaktivieren. Die können direkt nach oben laufen hier. Da brauchen wir aktuell keine Wachen drin. Deswegen geht das hier auch so langsam voran, weil wir nur eine einzige haben. Okay. Kupfertagebau. Okay, die Leute sind da, wunderbar. Hier gehen auch drei hin, die da bereit sind. Und hier kommen auch drei hin. Aber dann stimmt doch unser Werkzeugbestand gar nicht. Hier war überall schon alles null und jetzt sind da doch noch welche hingegangen.
Interessant. So, wird hier mittlerweile mit Fisch gekocht? Nee, bisher noch nicht. Aber hier ist schon mal der Stand für Fisch vordefiniert. Okay. So, jetzt haben wir Eisen und wir haben Kupfer. Eisen, Kupfer und Kohle. Oh nein. Veteranenbandit. Ach komm schon, leck mich doch in die Füße. Gibt's da nicht. Packen wir hier 5 Stück davon rein. Der schlachtet uns hier ab. Ah ne, doch nicht erst draufgegangen. Oh Mann, wir holen hier mal Soldaten rein. Dass wir hier die Hälfte Hälfte haben. Also Hälfte Soldaten, Hälfte Wachen. Ach, das ist hier ein Selbstmordkommando. Guckt euch das an. Schauen wir mal. Wir brauchen eine Schmiede. Was haben wir denn hier? Werkzeugschmiede habe ich. Waffenschmiede, Rüstungsschmiede. Machen wir uns eine Waffenschmiede. Bauen wir nicht direkt an die Front. Ich bin mir nämlich nicht sicher, inwieweit wir da so ein bisschen mit den anderen aneinander geraten werden. So, hier breitet sich unser Gebiet aus. Das heißt, bald haben wir Zugriff auf die ganzen Minen hier. Wie viel Kalkstein habe ich eigentlich? Sehe ich das hier irgendwo? Kupfer habe ich 90, Kohle 33. Ah, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was mit anfangen, glaube ich. So, hier werden weiter Soldaten ausgebildet, die dann alle direkt hops gehen. Da kommt schon der nächste Veteranenbandit. Aber mittlerweile sind meine Soldaten hier. Aber die haben halt echt jetzt auch nicht die beste Kampfstärke, ne? Wo wollen die denn jetzt hin? Da läuft unser Entdecker, glaube ich, gerade weg. Nee, der Geologe ist weggerannt. Okay, haben wir hier eigentlich irgendwas entdeckt? Nee, hier ist nix. Da, wo die Eisendinger waren. Schade. Die erschrecken meine Leute jetzt hier. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Machen wir hier auch mal. Machen wir den inaktiv und setzen hier mal kurz Soldaten rein, damit die hier in der Mitte der Stadt vielleicht ein bisschen aufpassen können, weil die Banditen jetzt hier mittendrin sind und wahrscheinlich jetzt für ein bisschen Unruhe sorgen werden. Das muss ja nicht sein. Ah, da ist schon die erste Wache. Hat schon direkt kurzen Prozess gemacht. Da ist die Werkzeugschmiede. Was brauchen wir hier? Holz, Kohle und verwendet aktive Materialien. Okay. Das heißt, wir machen auf jeden Fall mal 10 Spitzhacken. Die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Und dann warten wir erstmal. Wir haben jetzt ja auch nicht unendlich viel Material, besonders unser Kupfer ist ja relativ schnell endlich hier oben. So, das Lagerhaus ist gleich fertig. Und wird direkt voll gemacht. Eisenvorkommen wurde entdeckt. Silbervorkommen. Ja, super, alles noch relativ weit im Norden. Sehr spannend, besonders, dass wir jetzt hier direkt schon den Konflikt mit unseren Feinden haben. Sehr interessant. Aber bis wir dagegen vorgehen können, wird das mit Sicherheit noch ein bisschen dauern. Wir brauchen jetzt erstmal hier unsere Waffenschmiede. Sonst sehe ich da schwarz. So, was haben wir? Wir werden schon wieder angegriffen. Wo denn jetzt? Ach, kommt schon, Kollegen. Was soll das denn? Oh, da sind aber viele Wachen draufgegangen. Wie stark sind die denn eigentlich? Das gibt's doch nicht. Ach, guck, was ist das denn? Der hat alle abgeschlachtet. Der letzte hat gewonnen. Jetzt haben wir noch einen. Okay, das funktioniert nicht. Nee, 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 stopp. Geschwindigkeit runter. Da kriegen wir ja direkt einen auf die Mütze. Wird das doch nur eine Stundenfolge hier, weil wir dann schon Game Over sind.
So, Waffenschmiede, was haben wir denn hier? Wir haben keine Eisenbahnen aktuell, aber wir haben Kupfer. Das heißt, wir können Bronzeschwerter herstellen. Mit den Bronzeschwertern und einem Holzschild können wir wenigstens die Soldaten hier ausbilden. Wir bräuchten ein Eisenschwert, damit wir ebenbürtige haben. Okay, das heißt, wir können auf jeden Fall hier volle Möhre in die Schwertproduktion einsteigen. Und wo ist unsere Holzwerkstatt? Die war auch hier irgendwo. Da. Hier können wir mal ganz kurz in die Schilderproduktion und dann weiter in die Speerproduktion reingehen, dass wir hier mal richtig Gas geben. Vielleicht brauchen wir sogar noch eine zweite Holzwerkstatt. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt hier ein paar Schwerter rausbekommen. Ansonsten haben wir mittlerweile auch Eisen und Kohle. Das heißt, wir bräuchten eine Schmelzhütte für Eisenbarren. Ein gegnerisches Lager wurde entdeckt. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. So, das Ding machen wir mal auf Prio. Was ist das denn? Hier sind die Schäme, ne? Ja, genau. Super. Direkt die nächsten Gegner gefunden. Das ist schon krass. Sind wir recht gut umzingelt, würde ich sagen. Wir haben hier die Schemen und wir haben hier links dann die Scaffs oder die Scuffs. Das ist wirklich, wirklich interessant. Dürfte eine herausfordernde Runde also für uns werden. So, hier können wir, glaube ich, auch noch mal ein Lager gebrauchen. Kriegen wir hier vielleicht eins hin? Ja, kriegen wir. Mal kurz einen Schluck trinken. Hoppla, sorry für den Lärm. Okay. Das heißt, hier werden jetzt Schwerter geschmiedet, richtig? Material ist auf dem Weg, wunderbar. Habe ich irgendwo hier noch Eisen oder weiteres Material, was ich gerade... Das kann ich alles noch nicht nehmen, weil die werden hier die ganze Zeit verscheucht. Das heißt, wir müssten jetzt hier Minen bauen. Mit Minen würden wir auf jeden Fall an das Silbererz hier rankommen. Hier ist überall Silber. Was könnte ich denn damit schmieden schon? Geht das schon? Ich könnte damit Silberdegen herstellen mit Kohle und Silberbarren. Und mit dem Silberdegen könnte ich hier was ausbilden. Ne, dafür bräuchte ich dieses andere Haus, ne? Eisenschwert, Streitkolben. Das war nicht die... Das war die Abenteuergilde, ne? Ja, ich glaube schon. Setzen wir die mal hier hin. Und da können wir, glaube ich, dann die Silberdegen verwenden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten wir hier eine Silbermine hinsetzen. Geht das so? Reicht das? Ist das nah genug? Weil wirklich da reinbauen kann ich ja nicht, ne? So, wie kriege ich den Weg denn jetzt dahin? Okay. Habe ich hier gar keine Verbindung? Doch, hier. Aber habe ich mich... Oh, krass, das ist aber ein langer Weg. Okay, aber wenigstens bin ich jetzt auf der Seite hier. Und dann könnte man hier unten doch eine Kohlemine hinsetzen. Da ist doch Kohle, ne? Ist auf dem Schild drauf? Sieht mir aus wie Kohle. Ja, dann setzen wir hier mal eine Kohlemine hin. In der Hoffnung, dass das so richtig ist. Okay, das heißt, wir haben schon mal Silber und Kohle. Ich weiß gar nicht, ob die unendlich sind oder ob mir das nachher angezeigt wird, dass die auch irgendwann leer laufen. So, hier werden die ersten Bronzeschwerter hergestellt. Das heißt, wir können neben mehr Wachen auch anfangen, Soldaten herzustellen. Beziehungsweise auszubilden, ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. Was haben wir hier? Ah, hier werde ich wieder abgeschlachtet. Zack, zack, alle tot. Kann ich eigentlich verhindern, dass die sich weiter ausbreiten? Kann ich das beenden? Ja, Gebietserweiterung ist ausgestellt und die sollen sich jetzt einfach mal nur hier aufhalten und verteidigen. Ich habe jetzt keine Lust, dass wir hier oben die ganze Zeit unsere Wachen verlieren. Das bringt ja dann auch nichts. Okay. So. Wir sind relativ eingeengt, dadurch, dass hier oben dann gleich auch schon die Schemen irgendwo kommen. Ich finde sie gerade nett. Ich glaube, hier waren sie. Da, ja. Haben natürlich super viel Eisenerz vor sich. Breiten sich aber auch aus. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht in mein Lager. Das wäre es ja noch. Ich glaube, die könnten dafür richtig viel Tumult sorgen. Ich glaube, wir sollten hier vielleicht noch ein paar Farmen hinsetzen, damit wir dann auch Stoffe und sowas herstellen können. Den Brunnen haben wir hier.
Hier könnten wir eine Getreidefarm hinsetzen. Lass uns aber erstmal die Felder kurz machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann nochmal 5. So, jetzt definieren wir die mal vor in Weizen und Flachs, damit wir Brot und Stoff herstellen können. Ja, ich weiß, hier ist alles schlecht, aber trotzdem werden wir das hier anbauen, weil wir brauchen es. So, ein paar Einheiten Flachs und dann wieder Getreide. Und dann kommt die Gemüsefarm auch nicht hier rüber und klaut sich Felder davon. Ich glaube, da ist schon der erste. Ah ne, das sind die Bauarbeiter. Und jetzt können wir hier eine Getreidefarm hinsetzen. Und hier vielleicht dann auch einfach bla. Und hier vielleicht auch einfach dann doch noch einen Brunnen. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Die Schmelzhütte ist gleich fertig. Das heißt, hier werden dann die notwendigen Barren schon hergestellt. Und dann können wir gleich auch die besseren Schwerter herstellen. Und mit den Eisenschwertern sind wir wenigstens ebenbürtig. Und das ist, glaube ich, keine schlechte Sache. Besonders wenn wir dann hier weiter vorrücken wollen oder uns weiter ausbreiten wollen. Ansonsten ist und bleibt es einfach ein unfassbar gemütliches Game. Das Gildenhaus, Entdecker und Geologe. Wo baue ich denn gerade nochmal das eine hin? Die Abenteuergilde ist hier. Okay. Oh, ich glaube, ich brauche bald auch Zement, ne? Habe ich Kalksteine eigentlich? Wo ist es? Ja, Kalkstein habe ich. Das heißt, ich könnte auch Zement herstellen. Wo haben wir es? Bam, bam, bam. Schneiderei, Weberei, Hochofen, nein. Hier ist es auch nicht, da sind nur die Minen. Werkzeug, Holz, Waffen, Rüstung. Nee, dann vielleicht hier. Die Steinmühle. Kalkstein zu Zement. Das brauchen wir auf jeden Fall. Also setzen wir das mal hier ran. 8 Spitzhacken sind jetzt hier. Ach, wahrscheinlich, weil hier das Eigenproduzierte erst aufgeführt wird. Können wir wegmachen. Machen wir hiervon 5, hiervon, hiervon. Damit wir gleich mehr Bauarbeiter engagieren und einstellen können. So, die bilden weiter aus. 29 in 9. Also wir hatten schon einiges an Verluste zu beklagen, wie man hier sieht. Aber ich glaube, kann man das hier eigentlich klein machen? Ich sehe es aktuell nicht. Und was ist eigentlich meine Connection hier drüben? Was? Warte, sind wir noch ewig weit weg. Okay, das dauert noch. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier auf meinem Handy was bestätigen. So. Mein YouTube wollte mich nämlich nicht mehr reinlassen. Okay. Das ist gleich fertig, hier wird ausgebildet. Was können wir denn dann jetzt als nächstes noch in Auftrag geben? Was wird denn hier? Eine Getreidefarm bauen wir schon. Einen Silbertagebau brauchen wir nicht, weil wir bauen ja hier eine Silbermine. Oder brauchen wir dafür Spezialmaterial? Seile fehlen. Okay, wie stellen wir die Seile denn her? Wie stellen wir die Seile her? Ich glaube, das war die Stoff. Herstellung oder sowas, ne? Wo ist es? Die Weberei. Ja, die macht Seile. Das heißt, wir brauchen eine Weberei hier, damit wir die Minen bauen können. Machen wir die mal auf Prio. So, wo werden wir angegriffen? Ach, die Schemen waren gerade hier. Was soll das denn? Und hier ist die Abenteuergilde. Silberdegen. Angriffswert 5. Okay. Jetzt auch nicht unbedingt so toll. Werwölfe haben wir ja aktuell nicht. 15. Ah, der hat Kampfstärke 4. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen halt einfach mehr Soldaten ausbilden. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir momentan so haben.
Da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen drauf konzentrieren, dass wir das hinbekommen. So, hier ist die Weberei gleich fertig. Dann kommt hier auch Flachs bei rum und dann dürften hier dann auch Tuch und Seile hergestellt werden. Vielleicht machen wir Tuch mal kurz aus. Ah, wir brauchen Holzräder. Wo ist die Holzwerkstatt? Machen wir mal 10 Holzräder, damit wir die Weberei fertig bauen können. Machen wir das mal kurz weg und das auch weg, damit er hier umspringt auf die Holzräder. Und dann machen wir die hier auch wieder an. Okay. Ja, mittlerweile werden wir echt oft angegriffen, muss ich sagen. Es ist wirklich ein bisschen ungemütlich. Aber ich glaube, wir kommen hier ganz gut durch. Und hier werden auf jeden Fall viele Eisenbarren hergestellt. Das heißt, wir können neben den Bronzeschwertern auch anfangen, Eisenschwerter herzustellen. Obwohl, wartet mal kurz. Was ist denn stärker? Okay, hier brauchen wir die Kettenrüstung noch. Die haben wir noch nicht. Ansonsten wäre die Wache, Veteranwache natürlich stärker, ne? Habe ich Kettenrüstungen? Natürlich nicht. Okay, das heißt, wir fahren auf jeden Fall besser mit Eisenschwertern. Ja. So, hier wird weiter Werkzeug angebaut. Wir haben auch noch relativ viel Material hier von allem. Unsere Minen brauchen das Seil. Ah, die haben Seile bekommen schon. Wir hatten wohl doch noch welche auf Lager. Das heißt, jetzt fehlen die Holzräder, aber die werden jetzt zum Glück hier hergestellt. So. Okay, und hier wächst Flachs und Getreide. Sehr schön. Getreide müssten wir ja eigentlich dann jetzt auch noch die Mühle und unsere Bäckerei bauen, ne? Bauen wir die Mühle hier auf den. Mühle bauen wir auf den Berg, warum nicht? Und dann brauchen wir noch eine Bäckerei, die können wir ruhig hier nebensetzen. Hier oben wurden wir wieder angegriffen. So, die können einfach auch ruhig mal aufhören, welche Sachen zu entdecken und sich gegenseitig zu opfern. Wäre schön, wenn wir das so hinbekommen, dass hier nicht die ganze Zeit alle Leute draufgehen. Und ihr stellt euch mal bitte hier hin, damit hier keine Feinde mehr in unsere Ortschaft reinkommen. Das wäre ganz nice. So, wie sieht es jetzt hier aus? Silbermine läuft und hat auch schon Essen. Okay, baut Silber ab. Das gefällt mir. Wartet auf Material, also auf Nahrung. Und dann dürfte es hier auch losgehen. Ich bin gespannt. Und dann bin ich mal gespannt, ob die wirklich unendlich sind. Effizienz 0%. Ah, doch, jetzt steigt es langsam. Die scheinen wirklich unendlich zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendwo ein Indikator dafür ist, dass die leer gehen können. Nee. Sieht nicht so aus. Aber wir brauchen bessere Eisenwaffen und wir müssten dann jetzt auch die Rüstungen herstellen. Rüstungsschmiede, ja. Setzen wir die hier hin und machen die auch mal kurz auf Prio. Dafür brauchen wir Zement. Aber die Mühle baue ich doch schon, oder? Doch hier. Ja, doch, die stellen Zement her. Okay, dann ist das auch kein Problem. Und dann können die herstellen Kettenrüstung aus Eisenbarren und Kohle. Wunderbar, können wir direkt mal 20 von herstellen lassen. Und ich glaube, dann könnten wir es schaffen, soldatentechnisch hier die Oberhand zu gewinnen. Ist ja doch ein relatives Heckmeck hier. Aber wir haben auch schon wieder Soldaten verloren. Fangen wir mal an, die besseren auszubilden. Wir können sie auch schon mal einstellen. Ich glaube, wir haben auch schon das ein oder andere Eisenschwert auf Lager. Und dann gehen die hoffentlich auch in die Wachtürme direkt rein und helfen mit, da ein bisschen zu verteidigen. So, hier können wir weitermachen. Ich würde ja gerne zu dem Dorf hier aufschließen. Das heißt, wir werden hier mal kurz das Ding verbinden und den Wachturm können wir inaktiv stellen. Den brauchen wir nicht mehr. Dann gehen die hier rüber und gehen in das andere Ding rein und tragen dazu bei, dass wir ein bisschen weiter vorankommen. So, wie sieht's mit der Steinmetz, die Abenteuergilde, da bilden wir aktuell noch nichts aus. Die Windmühle ist auch noch nicht fertig. Was fehlt da? Ah, Zement, der kommt aber gleich.
Rüstungsschmiede fehlt auch noch ein bisschen Zement, ist auch auf dem Weg. Und die Bäckerei auch, aber wir haben, glaube ich, genug Kalkstein, oder? Wo ist mein Kalkstein? Hier müsste es doch sein. Ja, wir haben auf jeden Fall noch genug Kalkstein. Hier wird auch noch einiges abgebaut oder ist in der Nähe von meinen Steinmetzen. Also mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Effizienz 0%, warum? Die hatten mal kurz ganz wenig Effizienz. Irgendwas fehlt hier dann doch. Oder die arbeiten einfach super ineffizient. Das kann natürlich sein. Oh, jetzt machen sie wieder was. Vielleicht, weil das Holz gefehlt hat. Das kann sein, weil das Holz nicht da ist. Holzwerkstatt. Bitte weiter Speere herstellen. Ich glaube, wir brauchen mehr Holzfäller. Ich glaube, das ist auch eins unserer Probleme. Das heißt, wir setzen jetzt hier mal noch einen Holzfäller hin. Hier ist ja auch das Forsthaus, ne? Wo ist es? Da. Ja, der soll hier mal ruhig weiter hier alles voll pflanzen. Und dann müssen wir hier, können wir keinen Holzfäller hinbauen, aber wir könnten hier ja einfach einen Wald hinpflanzen. Warum nicht, ne? Machen wir hier einen Förster hin. Und wenn der Wald hier steht, dann können wir hier eigentlich auch direkt einen Holzfäller hinsetzen. Wisst ihr was, das bauen wir einfach mal vor. Und der Förster soll jetzt hier einfach mal anfangen, alles zuzupflanzen. Und dann kriegen wir das da auch schon mit geregelt. Wir haben nämlich aktuell auch, glaube ich, nur ein einziges Sägewerk. Was da bestimmt auch mit zu kämpfen hat, alles irgendwie hinzubekommen. Und die stellen hier schon Kettenrüstungen her. Wunderbar. Das heißt, wir können auch anfangen. Ah nee, wir bauen ja gar keine Eisenlanzen. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz in die Werkzeugschmiede. Und bauen hier auch mal 10 Eisenlanzen. Und dann auch nochmal 10 Schwerter, damit die alle hier immer zu tun haben. Und dann haben wir gleich die stärkeren Wachen. Und die Wachen sind dann denen da oben auch überlegen. So. Sehe ich eigentlich gar nicht, was für Typ Soldat ich habe. Doch, ich habe 19 Soldaten und 10 Fortgeschrittene. Okay. Du hast ein feindliches Gebiet entdeckt. Ach komm, echt jetzt? Hier ist das nächste, oder was? Das ist doch ein Scherz jetzt. Die machen einen wirklich fertig. So, wo ist mein Werkzeug? Hier. Machen wir da 5, da 5, da 5. Machen wir von allem noch ein bisschen mehr, damit er hier immer was zu tun hat. Okay, und der dürfte relativ schnell aufhören mit Holzhacken, aber wenn der Förster hier erstmal alles zugebaut hat, dann geht das auch. Okay. Wie sieht's hier aus mit der Mühle? Okay, die ist jetzt gleich fertig. Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Wieso werde ich hier von 1 Million Schemen angegriffen? Das ist ja krass. Was ist hier? Gold! Okay. Die Schemen, dafür brauche ich die aus der Abenteuergilde, oder? Nee, wer ist gegen Schemen gut? Also die hauen ab vor Schemen, oder? Erschrickt, ja, er auch. Ja, okay, die hauen ab. Das heißt, die sind die, die nicht Angst haben. Oder die vielleicht auch. Waldläufer. 200 Kampfstärke gegen Werwolf. Dafür brauchen wir aber leichte Rüstung. Wo baue ich denn die leichte Rüstung? Ich habe hier die Holzwerkstatt, die Werkzeugschmiede, die Rüstungsschmiede. Wo baue ich denn die leichten Dinger? Hallo? War das die Schneiderei? Wo ist meine Schneiderei? Jetzt kommt das Suchen. Machen wir mal langsamer. Steinmühle, Weberei. Nee, die macht keine Rüstungen. Die Waffenschmiede macht natürlich auch keine Rüstungen. Okay, hier werden Veteranenwachen ausgebildet, sehr gut. Womit mache ich die Lederrüstungen? Schneiderei. Ah, ich habe eine Weberei, ich habe keine Schneiderei gebaut. Jetzt habe ich es, stand ein bisschen auf dem Schlauch. Machen wir die auch hier hin. Kann man das hier noch hoch verbinden? Geht das? Nee. Okay, was haben wir jetzt hier? Okay.
Sekunde, kurz aufs Handy schauen. Okay, hier könnten wir austauschen und uns die stärkeren Wachen schon reinholen. Die fortgeschrittenen Soldaten mit der Angriffsstärke 6, die dann ebenbürtig sind. Mit den Leuten, die hier oben... Oh nein, Schemen. Jetzt müssen wir wirklich was dagegen machen, das geht nicht. Wenn die sich jetzt hier wirklich noch zusammentun und die werden, kriegen ganz schön großes Gebiet mittlerweile schon. Dürfte gar nicht mal so lustig sein. Jetzt laufen hier gleich alle unsere Soldaten weg. Hä, wieso läuft er nicht weg? Die müssten doch Angst davor haben. Erschrickt durch Schemen. Okay. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die hier. Geben wir da schon mal 10 in Auftrag, auch wenn wir sie aktuell noch nicht bestücken können. So, die Schneiderei mal kurz auf Prio setzen. Und dann brauchen wir jetzt gleich mal dringend mehr Holz. Okay, der pflanzt hier schon wie ein Weltmeister, man sieht es schon. Und die warten natürlich darauf, dass er fertig wird. Also es ist cool, ist komplexer geworden, das Game auf jeden Fall. Aber es hat sich jetzt so grundsätzlich am Spielfluss auch nichts geändert. Wie sollte das auch sein? Es bleibt nach wie vor ein unfassbar gemütliches Game. Aber ich bin froh, dass man mal wieder reingeschaut hat. Ich denke mal, wir werden das Ganze hier noch so gemütliche 15, 20 Minuten spielen und dann mal schauen, wie euch das Ganze gefällt und ob man in Zukunft da dann vielleicht nochmal eine ganze Serie macht. So, hier sind wir gleich bei unseren Verbündeten und hier ist super viel Eisenerz. Das heißt, wir bauen hier auf jeden Fall schon mal eine Eisenmine hin. Na komm. Bauen wir hier eine Eisenmine hin und holen uns das ganze Eisen da weg. Ah, komm schon. Und hier haben wir jetzt auch schon große Probleme. Hä? Hier sind auch Scuffs. Ach du grüne Neune. Wir werden umzingelt. Okay. Holen wir uns hier mal kurz die Soldaten hin und positionieren die alle hier unten. Jetzt sind wir eingeschlossen. So. Was ihr natürlich machen könnt, ist, ihr könnt runter in die Kommentare springen und mir schreiben, ob wir aus diesem eineinhalbstündigen kleinen Beitrag eine ganze Serie machen sollen und ob das Ganze fortgesetzt werden soll. Sobald natürlich auch ein bisschen mehr Zeit für das alles ist. Da muss man ja auch immer ein bisschen schauen. Ah ne, wir können ja hier sogar die besseren Soldaten jetzt schon ausbilden. Wisst ihr was? Wir machen mal überall hier welche. Und mittlerweile füllen sich unsere Bestände hier oben auch auf. Das ist ganz gut. Die brauchen wir nämlich auf jeden Fall auch. Erst recht hier unten. Muss mal gucken, wie mächtig die hier schon sind. Das ist echt irre. Relativ viel Gegner. Feindeskontakt. Gut, dass da noch keine Werwölfe dabei sind, die unsere Dorfbewohner in weitere Werwölfe verwandeln. Das kann dann relativ schnell eine ganz schöne Abwärtsspirale werden. Bauen wir mal hier von ein paar. Die Werkzeuge haben wir, glaube ich. Und die Materialien. Was haben wir hier? Geburtenrate 3,6. Okay. Auch dieses Interface ist besser geworden. Von dem, was gezeigt wird. So, hier wird das gemacht. Hier wird Brot gebacken, wunderbar. Und hier wird alles gut verteilt. Brot, Kürbisse, Fisch. Okay, wir haben auf jeden Fall alles hier vorrätig. So, dass wir das hinbekommen. Fisch, Brot, Himbeeren, Trinkwasser, nette Mahlzeit. Lasst es euch schmecken. Eisenschild. Wisst ihr was, das lassen wir auch. Nee. Wisst ihr was, doch, wir lassen das unendlich einfach bauen. Wenn die das Material haben, dann sollen sie es einfach machen. Ich glaube nämlich, dass unsere Schmelze gar nicht hinterherkommt. Wir haben relativ viel Kohle und super viel Eisen. Das heißt, wir können noch eine zweite Schmelzhütte bauen, auf jeden Fall. Können wir die irgendwo hier hinquetschen noch? Vielleicht dazwischen, hier hinter. Können wir auf jeden Fall noch eine zweite von gebrauchen. Ja, und wie sieht es eigentlich mit den Minen hier aus? Okay, die arbeiten. Und die arbeiten aktuell nicht.
Und die arbeiten nicht, weil die Bäume noch nicht fertig sind, aber das ist nicht so schlimm. Das ist ja mehr für die Zukunft. Was haben wir jetzt hier drin? Hier davon, eine davon. Okay, also hier werden auch schon die besseren Soldaten reingepackt. Kann ich die Veteranensoldaten jetzt eigentlich ausbilden dann? Ah nee, dafür brauche ich noch Eisenschilder und Kettenrüstungen. Ich habe aktuell zwei Kettenrüstungen, aber noch kein Eisenschild. Okay, das heißt, wenn die Schmelzhütte fertig ist, dürften wir da einen ganz großen Sprung machen. Vielleicht müssen wir sogar noch eine weitere Schmelzhütte bauen, das kann sein. Die brauchen Zangen. Dann sehen wir mal zu, dass wir auf jeden Fall genug Zangen haben. Ah, hier wird gebaut bis zum Gehen nicht mehr. Machen wir da ruhig mal 8 Zangen von, falls wir noch mehr Schmelzhütten bauen. Produktion von Waffenschmiede ist abgeschlossen. Nee, nee. Immer schön weitermachen. Wissen, was wir machen? Wir machen Eisenlanze auf dauerhaft. Wir machen Eisenschwerter auf dauerhaft. Wir machen Silberdegen auf dauerhaft. Und wisst ihr was? Bronzeschwerter kann der auch dauerhaft machen. Die sollen ja einfach dauerhaft weitermachen, irgendwas zu produzieren, damit die da bloß nicht aufhören. Auch hier oben schon wieder. Was ist das denn? Hä? Haben die sich hier ein zweites Lager gebaut? Ach, du grüne Neune, wir werden ja richtig umzingelt. Guck mal, die umkreisen uns hier, hier. Jetzt geht's weiter hier rüber und hier unten sind auch noch mal Scavs. Das ist ja cool. Okay, ich nehme meine Aussage zurück, dass das ein bisschen langweilig ist, dass man keine richtigen Gegenspieler hat. Mittlerweile mit den Scavs hat man es ja dann doch auf eine vernünftige Art und Weise. Aber nichtsdestotrotz werden wir die Folge jetzt hier erstmal beenden und ihr könnt mir sagen, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich bin gespannt. Bis dahin auf jeden Fall einen wunderschönen Tag.